Der BER etwa schneller fertig als Corona vorbei? Das ist gut möglich mit allem, was dazugehört, wenn der Flugverkehr beeinträchtigt bleibt und die Maschinen am Boden, wie hier dicht an dicht geparkt auf dem BER-Gelände. Heute zur Aufsichtsratssitzung kamen dazu noch die anderen Brocken auf den Tisch. Was ist mit Tegel? Was ist mit dem riesigen Finanzbedarf der Flughafengesellschaft? Boris Hamel und Annette Dorniden berichten. Der Andenkenladen ist schon komplett möbliert, einzig die Ware muss noch ins Regal. Und gleich gegenüber wartet das Café auf die ersten Besucher. Schon bald könnte hier auf dem sogenannten Marktplatz Umsatz gemacht werden. Geld, das die Flughafengesellschaft dringend benötigt. Das Geschäftsjahr 2019 endete mit 94 Millionen Euro Verlust. Und wenn am Ende dieses Jahres Bilanz gezogen wird, dürfte das Minus noch höher ausfallen. Die Finanzlage ist eng. Wir sind von Anfang an von unseren Gesellschaftern auf knappes Geld gesetzt worden. Wir mussten viel Fremdkapital aufnehmen. Die Eigenkapitaldecke ist dünn, aber sie reicht aus. Der Aufsichtsrat wird sich im Sommer und auch sicher im Herbst und auch nach der Eröffnung natürlich intensiv mit den Finanzen der Flughafengesellschaft beschäftigen. Eine jüngst vorgestellte Studie von drei Wirtschaftsexperten kommt zu dem Ergebnis, dass die Flughafengesellschaft bis 2023 einen Finanzbedarf von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro habe und deshalb eigentlich Insolvenz anmelden müsse. Dem widerspricht der Flughafenchef massiv, da seien völlig falsche Zahlen zugrunde gelegt worden. Der Flughafen ist nicht insolvenzgefährdet. Der Businessplan, den wir im März beschlossen haben, ist vernünftig aufgestellt worden, ist von drei Länderfinanzverwaltungen sehr kritisch geprüft worden, dann einvernehmlich beschlossen worden. Uns geht es wie allen in Corona. Alle haben mit wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen. Alle deutschen Flughäfen verdienen zurzeit wenig oder kein Geld. Nach wie vor steht auch die temporäre Schließung des Flughafens Tegel im Raum, denn auch das würde eine Menge Geld einsparen. Angepeilt ist der 2. Juni, aber jetzt ist die Senatsverkehrsverwaltung am Zug. Es macht nur Sinn, Tegel vom Netz zu nehmen, solange wir wenig Verkehr haben. Deswegen haben wir schon vor einem Monat gesagt, dass wir diese Entscheidung dringend treffen sollten. Jetzt laufen die Verfahren und ich gehe davon aus, dass die Verfahren jetzt auch zügig zu einem Ende gebracht werden. Während im BER-Terminal letzte Restarbeiten erledigt werden, stehen auf dem Rollfeld über 100 Flugzeuge. Doch leider bringen die Flieger zurzeit nur Parkgebühren.